Sus-Momente in Kinderserien. Werden sich die ganze Zeit gewünscht, deswegen gibt's hier einen weiteren Part. Und ohne großartig viel zu reden, let's go! Es gibt ja eine sehr gruselige Folge in Adventure Time, wo sie hier den Hauptcharakter in diese Glaskugel einsperren, Strom einschalten und er soll da tanzen. Und was für eine Art Tanz macht er da? Das ist kein kinderfreundlicher Tanz, Leute. Was machen Frauen an so einer Stange normalerweise? Richtig, sie strippen! Der macht dann so einen richtigen Pole-Dance für uns, Leute. Let's go! Der gerade war nur zum Warmmachen, Leute, denn der jetzige, der wird reinknallen. Denn in der Serie Cosmo und Wanda, ich liebe diese Serie, Leute, da gibt es diesen Lehrer Mr. Crocker. Der hat in einer Episode so etwas Rotes an, ein rotes Kleid, um seiner Mutter zu helfen. Also eigentlich ganz harmlos. Timmy versendet dann dieses Bild ins komplette Internet, weil das Bild ja ziemlich peinlich ist. Das war noch nicht das Schlimmste, Leute, denn der Vater von Timmy erwischt ihn und sagt, Timmy, du sollst doch nicht auf solchen Websites sein. Was für Websites meint er? Ihr wisst Bescheid, oder? Timmy sagt darauf dann noch, das ist aber mein Lehrer. Und dann sagt der Vater, hey, der sieht eigentlich ganz gut aus. Leute, was ist da los? Ich feier's irgendwie. Deswegen liebe ich die Serie auch. Noch einer in Cosmo und Wanda, wenn Elfen helfen. Hier wünscht sich Timmy die ganze Zeit Dinge und Wanda ist da mit Poof unterwegs, dem Baby von Cosmo und Wanda, und verharmlost die Wünsche die ganze Zeit, die Timmy die ganze Zeit möchte. Zum Beispiel möchte er hier im Bad einen monster-feuerspeienden Oktopus. Diesen zaubert Wanda aber nicht her, sondern so einen kleinen, süßen, harmlosen. Und Leute, der sieht ein bisschen wie nach etwas aus. Ich weiß, das ist jetzt nicht komplett zweideutig, doch ist es eigentlich schon. Es ist aber, man muss schon sehr ein Perversling sein. Aber am Ende passiert auch noch das. Da kommt auch noch weißes Zeugs raus, Leute. Muss ich es erklären, was das aussieht? Ihr Perverslinge, ihr wisst das doch sowieso. Ihr wisst das alle. Oktopus in die Kommentare, wer es verstanden hat. Hier habe ich einen SpongeBob-Schwammkopf. Aber den kann man leider auch nur im Englischen verstehen. Aber dafür bin ich ja da, um es zu erklären. Denn hier sieht man Thaddäus und Mr. Krabs und plötzlich taucht SpongeBob auf. Im Deutschen sagt Mr. Krabs, hey, was machst du denn da? Aber im Englischen sagt er, I hope this is your nose. Ich hoffe, das ist deine Nase. Squidward said I could help by burying myself. Please tell me that is your nose. It isn't. Was könnte das denn sonst sein? Ich hoffe, dass das nicht der Piepmatt ist. Mr. Krabs hofft, dass es nicht der Piepmatt ist, Leute. Ihr habt es verstanden, oder? Daumen nach oben, wer es verstanden hat. Und auf zum nächsten Joke. Die nächsten beiden Jokes sind in der Serie Ren and Stimpy. Ich weiß nicht, ob die Serie komplett für Kinder ist, denn die ist absolut krank. Die Serie ist wirklich crazy. Hier sieht man zum Beispiel, schaut es euch einfach an, Leute. Die sind da am Duschen und dieses Hot Chick, der zieht die da so und warum ist sein Blick auch die ganze Zeit so komisch? Und dann soll sie da... Ich bin sprachlos. Das ist das erste Mal, dass ich sprachlos bin, Leute. Was zur Hölle habe ich da gerade gesehen? In der Folge geht es aber noch weiter, denn dann macht Stimpy das hier und Ren macht das und... Leute, das Ding soll halt einen Strohhalm darstellen in der Episode, aber es erinnert sehr stark an einen Piepmatz. Wisst ihr was? Einen knall ich noch hinterher, denn hier möchte Ren Stimpy so ein bisschen trollen, denn der möchte einen Kuss. Aber er holt eine Ratte, dreht sie um und man sieht da auch noch sowas Pinkes, Leute. Ich bitte euch, was zu... Das ist nicht mehr versteckt. Das ist einfach nur noch krank. Das ist krank. Ja, Freunde, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ich konnte alles gut erklären. Daumen nach oben, wenn ja. Abonniert den Kanal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.